Zusammen mit meinen Jagdfreunden Kai und Jasmin Kochmann wollen wir anknüpfen an den Erfolg des kleinen Jägerknigges, den Spiegel-Bestseller, der immer noch die Listen der Bestsellerbücher im Jagdbereich anführt. Und dafür tauschen wir jetzt die Büchse gegen den Kochlöffel ein und begeben uns von der kennenden Jägerebene auf die lernende Ebene des Kochens. Und da haben wir Jasmin, die sich damit bestens auskennt und uns beiden erklärt, wenn wir jetzt das Wild in die Küche bringen, was man daraus anstellen kann. Denn sie hat die ganze Welt bereist und die schönsten Rezepte dafür mitgebracht. Ja, und ich will einfach auch noch mal den Lesern zeigen, also wild kochen ist nicht schwierig, das kann jeder. Es sind ganz leichte Rezepte, die jeder machen kann und ich glaube, es wird allen schmecken. Ja, ich freue mich sehr auf die Themen Nachhaltigkeit und vor allen Dingen, dass Genuss und Nachhaltigkeit sich überhaupt nicht ausschließen. Ich bin der junge Jäger in der Runde und probiere einfach gerne Dinge aus. Bin durch Christian zum Jagen gekommen, durch Jasmin, meine Frau, seit vielen Jahren zum Kochen. Und ich glaube, das wird ziemlich lecker und ich freue mich, wenn ihr einfach mitmacht und ausprobiert. Kochen ohne Rotkohl und Klöße, dafür mit leckerem Wild. Genau so.